Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Mann, der einen mysteriösen Hund im Pyjama findet. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Ein Mann namens Christopher aus Washington DC dachte zunächst, es würde ein ganz gewöhnlicher Tag werden. Er stieg in seinen blauen Pickup und machte sich auf den Weg zu seiner Arbeit. Zunächst wirkte alles wie immer. Doch plötzlich erblickte der Armeeveteran ein kleines Tier, das an seinem Fahrzeug vorbeihuschte. Was Christopher verwirrte, war die Tatsache, dass es so ausgesehen habe, als trage das Tier Kleidung. Er parkte seinen Truck am Seitenstreifen und fand das vorbeihuschende Tier schnell wieder. Es war ein junger Hund in einem blauen Pyjama, der offensichtlich etwas nervös, jedoch auch neugierig zu sein schien. Chris sammelte den Vierbeiner schließlich ein, der sich als fügsames Tier erwies, und brachte es in seinem Truck in Sicherheit. Zuerst sahen sich die beiden Insassen des Fahrzeuges eine Weile an. Schließlich improvisierte der Mann eine Leine aus einer Fallschirmkordel, die er dem Vierbeiner anlegte. In der Hoffnung, die Besitzer zu finden, machte Chris schließlich einen Spaziergang mit dem kamelfarbenen Vierbeiner, den er führen ließ. Doch auch nach mehreren Stunden schienen sie dem Ziel keinen Meter näher gekommen zu sein. Für Chris schien es nicht so, als würde sich das Tier an ein Haus oder etwas anderes auf dem Weg erinnern können. Nach dieser gescheiterten Mission ging Chris mit seinem vierbeinigen Begleiter zurück zu seinem Pickup. Das Tier schien sich jetzt besser zu fühlen und Chris wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als es mit zur Arbeit zu nehmen. Doch bevor er zu seinem Büro fuhr, rief er die Nummer an, welche sich auf dem Tollwutimpfschild befand, welches der Vierbeiner um den Hals trug. Möglicherweise konnte ihm dort jemand helfen. So fand er tatsächlich heraus, dass der Mischling gerade einmal 8 Monate alt war und auf den Namen Frosting hörte. Die Firma versprach, dass sie den Besitzer kontaktieren würde und entschuldigte sich, dass sie keine Besitzerdaten herausgeben durfte. Alles, was das Duo nun noch tun konnte, war warten und zu twittern. Der Mann dachte sich, dass ihm möglicherweise das Internet dabei helfen konnte, den Besitzer zu finden. Er schrieb auf Twitter, dass er das Tier bis zum Mittag behalten würde. Danach öffnete das nahegelegene Tierheim. Bis dahin würde ihm Frosting in seinem Büro Gesellschaft leisten. Schnell bemerkte der Veteran, dass Frosting ein guter Junge war, wenn auch sehr anhänglich. Der Vierbeiner ließ keinen Platz zwischen Chris und ihm zu und lag entweder auf seinen Füßen oder seinem Schoß. Zur Erleichterung der Arbeit trug das natürlich nicht bei. Tatsächlich fand Chris immer mehr Gefallen an dem Vierbeiner. Auch deshalb, weil seine Frau und er sowieso vorhatten, im kommenden Monat einen Hund zu adoptieren. Sie hatten an einen Dackel gedacht, da man mit dieser Rasse gut reisen könne. Je mehr er jedoch jetzt darüber nachdachte, dass niemand kommen würde, um Frosting abzuholen, desto mehr gefiel ihm der Gedanke, den kleinen Frosting zu adoptieren. Aktuell lebte Chris in einer Mietswohnung, in welcher Hunde verboten waren. Deshalb musste Frosting seine erste Nacht bei Freunden unterkommen. Selbstverständlich passte dem Vierbeiner das gar nicht. Am nächsten Tag, als Chris ihn abholte, war das Tier überglücklich, seinen Übergangspapa zu sehen. Vermutlich hatte das Tier nicht verstanden, dass die Trennung nur für ein paar Stunden war. Doch selbst Chris musste sich eingestehen, dass er den Vierbeiner über die Nacht ein wenig vermisst hatte. Und so wurde er auch immer hoffnungsvoller, als eine Woche verging, ohne dass sich ein Besitzer gemeldet hatte. Auch Chris' Frau war äußerst angetan von Frosting. Chris glaubte, es würde ihr Herz brechen, wenn sie den Vierbeiner wieder abgeben müsse. Und auch Christopher graute es vor dem Gedanken. Doch die Situation war äußerst eigenartig. Wo war Frostings Besitzer? Und warum hatte sich niemand gemeldet? Und warum hatte der Vierbeiner einen sauberen Pyjama getragen, als Chris ihn gefunden hatte? Solange er das Tier behalten könne, würde Christopher gerne auf die Antworten verzichten. Also beschlossen seine Frau und er, Frosting offiziell zu adoptieren. Sie kauften ihrem Vierbeiner ein neues Schild für sein Halsband, um ihn als neues Familienmitglied zu feiern. Chris und seine Frau glaubten, dass die seltsame Begegnung mit dem Vierbeiner ein Wink des Schicksals gewesen sein musste. Und sie waren überglücklich mit ihrem neuen vierbeinigen Mitbewohner. Sollte sich der wahre Besitzer irgendwann melden, würden sie ihn selbstverständlich zurückgeben. Aber bis dahin werden sie alles dafür tun, dass Frosting es gut bei ihnen hat. Denn eins stand fest, ins Tierheim würden sie ihn niemals abgeben. Wie hättest du in einer solchen Situation reagiert? Den Hund auf der Straße ignoriert, direkt ins Tierheim gebracht oder erstmal selbst versorgt? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.